SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der Union! Ja, eine enge Kooperation mit der Wirtschaft ist das Fundament für die erfolgreich anhaltende Entwicklung eines Landes. Und mich freut es, dass Sie jetzt, wo Sie in der Opposition sind, diese Erkenntnis endlich auch haben. Denn unter dem CSU-Mann Gerd Müller, der von 2013 bis 2021 Entwicklungsminister dieses Landes war, da sah das bei der Union offenbar noch ganz anders aus. Unter Müller, da fing der ganze woke Blödsinn in der deutschen Entwicklungspolitik nämlich so richtig an. Statt enge Kooperation mit Unternehmen und interessengeleitete Politik, da gab es unter Müller Gendergaga, Klimaunsinn und Geldgeschenke für linke Aktivisten. Steuergeld für palästinensische Terror-NGOs, Subventionierung für aufstrebende Wirtschaftsmächte, Migrationsberatung, Sozialhilfe und Wohnungsvermittlung statt Migrationsbekämpfung. Als Sie dann in der letzten Sitzung des Entwicklungsausschusses Ihre Haushaltsanträge vorgestellt haben, da dachte ich, hör nicht richtig. Da wettbewerbt dann Paul Ziemiak mit Deborah Düring darum, wer mehr Geld für Empowerment- und Genderprojekte bezahlen will. Liebe Freunde, das muss die neue konservative Union unter Friedrich Merz sein. Sie versuchen es ja immer wieder, sich den Bürgern als realistische konservative Kraft zu verkaufen. In Wirklichkeit, da schwimmen sie in linksgrünen Gewässern. Als AfD-Fraktion stehen wir ganz klar für eine Entwicklungshilfe, die sich wieder Kernaufgaben widmet, nämlich der Armutsbekämpfung. Das geht mit sehr viel weniger Geld, weswegen unsere Haushaltspläne für dieses Politikfeld auch eine Ausgabenreduzierung von 55% vorsehen. Aus der Armut hilft nur eins: Marktwirtschaft, bezahlbare Energie und das Ende von Korruption. In einer interessengeleiteten Außenpolitik, wie wir sie als AfD vertreten, hat die Entwicklungshilfe noch eine weitere Aufgabe: die Erschließung von fairen Märkten, Ressourcensicherung und Migrationsbekämpfung. Ihre linke Entwicklungspolitik, die nützt am Ende eigentlich nur Politikmarketing und der Helferindustrie, aber nicht den Menschen in der Dritten Welt und auch nicht Menschen hier in Deutschland. Wir stimmen der Überweisung des Antrages in den Ausschuss zu. Und es wurde hier der Einwand gemacht, was ist denn Gendergaga? Ich sage Ihnen eines mal ganz klar. Wenn Sie in einem Land leben, in dem Sie morgens nicht wissen, wie Sie Familie ernähren wollen, dann ist Ihre kleinste Sorge die Solarzelle oben auf dem Dach oder die sorgenfreie Wahl aus 90 oder 100 Geschlechtertypen, lieber Kollege. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Niklas.